Hallo zusammen! In diesem Lernvideo erkläre ich dir einige Vokabeln zum Thema Körper. Körper selber bedeutet auf Englisch Body. Fangen wir mit dem Gesicht an. Das heißt auf Englisch Face. Eye ist das Auge, Mouth der Mund, Nose die Nase, Chin das Kinn, Cheek die Wange und Ear das Ohr. Machen wir weiter mit den Körperteilen. Auf Englisch Body Parts. Arm bedeutet Arm. Belly, Bauch. Leg heißt Bein. Chest heißt Brust. Elbow heißt Ellbogen. Neck bedeutet Hals. Head heißt Kopf. Knee bedeutet Knie. Das K spricht man hier im Englischen nicht mit aus. Back bedeutet Rücken, Shoulder heißt Schulter, Hand bedeutet Hand und Foot bedeutet Fuß. Hier musst du aufpassen, die Mehrzahl von Foot ist nämlich Feet, mit zwei E geschrieben, also unregelmäßig. Du erkennst, die deutschen und englischen Körperteile ähneln sich teilweise, wie bei Hand oder Knee. Teilweise sind sie aber auch sehr unterschiedlich, wie beim Wort Chest oder Belly. Die musst du dann auswendig lernen. Ich habe dir nun noch einige Redewendungen bereitgestellt. I comb my hair. Ich kämme mir die Haare. You brush your teeth. Du putzt dir die Zähne. I feel sick. Ich fühle mich krank. Oder he cuts his fingernails. Er schneidet sich die Fingernägel. Du hast nun einige Vokabeln kennengelernt und noch einige Redewendungen. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg beim Bewältigen der Aufgaben.